Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, ich habe mir gedacht so, ja, hey, du musst auf jeden Fall noch ein Video bringen heute. Und ich hatte hier eigentlich so ein paar Aufnahmen noch vorbereitet. Das heißt, wenn ich so in die T gehe und abhöre, dann tue ich das halt immer in so einen Extra-Ordner. Und gerade habe ich überlegt, ja, hey, was kannst du machen, was kannst du machen? Und dann ist mir nichts eingefallen, also wenn ihr da Ideen habt, ey, ich nehme alles mit Kusshand an. Also, gestern hatte jemand geschrieben, macht auch weiter mal die Charakteren-Guides, das heißt so erklären, was man wie skillt und so. Und da werde ich mich dann auch jetzt wieder dran setzen. Hab damit ein bisschen pausiert, weil ja viele Chars neue Skills bekommen haben und deswegen, dass man da auch so ein bisschen und so, ja. Da auch ein bisschen abwartet, wie was am besten läuft, und da werde ich mich jetzt demnächst wieder dran setzen. Und ja, allgemein, gerade läuft es nicht so wirklich gut bei mir. Beziehungsweise habe ich nicht so die Möglichkeiten, gerade Videos zu bringen. Also, ich versuche da wirklich mein Möglichstes. Aber es ist momentan verdammt schwer. Verdammt schwer, wirklich. Ja, jetzt gab es schon verdammt lange keine DR-Gutscheine mehr und so. Und deswegen level ich momentan Vasopilami zum Beispiel auch nicht weiter, weil, ne? Der braucht dann auch einen Ring und so. Und das kann ich halt momentan nicht machen, weil der nicht mal mehr DR für einen Stundenring hat. Ach, Stundenring, Tagesring natürlich. Aber, ja. Ohne Erfahrungsring macht das halt so wenig Sinn. Und habe ich persönlich auch gar nicht so den Bock drauf. Aber Vasopilami wird dann natürlich auch noch hochgelevelt. Das heißt, wenn es wieder DR-Gutscheine gibt, dann wird, denke ich mal, auch wieder mehr regelmäßiger Content kommen, hoffe ich zumindest. Also ich versuche da wirklich momentan verdammt viel, aber es wird mir momentan auch ein bisschen schwer gestaltet, weil ja, also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder so, dann schreibt es einfach mal rein. Natürlich mit dem Hintergrund, dass ich jetzt keiner bin, der jeden Monat irgendwie 1000 Euro ins Spiel steckt, ne? Also ich mache wirklich alles über DR-Gutscheine. Und das, ja, ist ein bisschen schwierig momentan, aber naja. Ich hoffe, das reicht jetzt hier von diesen Ups da. Es sind insgesamt 48. Das heißt, das waren so, ja, 6 DT-Runs. Und ja, mehr oder weniger hat auch ein bisschen was geklappt. Ich glaube, ich habe momentan so 8 Sachen plus 8. Das heißt, demnächst, wenn wieder ein bisschen was mehr plus 8 klappt, wird auch wieder so ein Up-Max-Stream kommen. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Aber naja, die Aufnahmen neigen sich gerade schon zum Ende zu. Es ist jetzt leider nur ein 4-Minuten-Video, aber es ist momentan wirklich schwer, stressig und so weiter. Aber ihr müsst mir wirklich glauben, ich versuche mein Bestes. Auch wenn es momentan so ein bisschen madig aussieht. Ich versuche das auch so ein bisschen über Minecraft zu machen und so, dass ihr halt wirklich einen Tag, jeden Tag ein Video habt, aber es ist momentan echt schwer. Naja, die Aufnahmen sind jetzt vorbei. Ich werde schon, oder? Nee, ein Up ist noch. Werde jetzt hier das Outro sprechen. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Ideen habt, wirklich, schreibt es mir in die Kommentare, dann werdet wieder täglich hier Metin 2 kommen. Kann auch irgendein Projekt sein oder so. Morgen wird dann wieder Deimos kommen. Ich habe mir so selber gesagt, ja, jetzt erstmal wieder nur Prios, weil das ist halt das Main-Ding. Und wollte jetzt nicht irgendwie auf Deimos da wirklich so, ne, alles machen. Aber naja, morgen kommt wie gesagt Deimos. Wenn ihr Ideen habt, bitte in die Kommentare. Ich denke, morgen kommt dann auch noch ein Minecraft-Video, aber werdet ihr ja alles sehen. Alle Social-Media-Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus, bis dann, Grüße, Fossi.